So, und weil immer so viele Leute fragen, mit was ich klebe, ich meine, ich habe es schon tausendmal gesagt, aber nein, ich klebe mit diesen Hufstar-Dinger. Ich weiß, dass manche sagen, na, die sind nicht so gut, weil bla 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 bla. Aber das ist bei allen Sachen, dass die Leute sagen, das ist nicht so gut. Ich muss sagen, ich liebe die Dinger, weil die halten wirklich am Pferd. Und zwar scheißegal, wie die rennt. Und bei mir ist nicht nur gerade, sondern ich habe auch sehr viel steile Koppeln. Und die Dinger halten einfach, ja. Und ich gehe in den anderen Kameramodus. Sieht man dann. Also ich habe so einiges. Also ich habe wirklich so, weiß nicht, welche ausprobiert. Ich habe auch die schon probiert. Ich habe ganz viele Megasauce. Ich habe diese Sohlen-Dinger da schon probiert. Ich habe schon alles mögliche. Also man sieht, ich habe so ein bisschen Sammelsurium an Klebebeschlägen. Und das sind jetzt zum Beispiel die ganzen Hufs da. Ich verwende die nämlich mehrmals. Also wenn ich die dann nachher vom Pferd dann runterhole, also die muss jetzt warten, du bewegst dich nicht. Wenn die festgeklebt sind, nachher muss ich die vom Huf runterziehen und dann ist da drin überall Kleber. Und diesen Kleber, den kletzle ich dann wieder raus. Und dann verwende ich einen Hufstar mehrmals und das klappt erstaunlich gut. Also da sieht man zum Beispiel den Kleber so ein bisschen. Und was sieht man? Ah ja, genau, da. Ja, den kriegt man nicht mehr raus. Das ist ein anderer Kleber gewesen. Warte, magst du das ein Licht ausgehen? Das ist nämlich der. Das ist ein Zwei-Komponenten-Kleber gewesen, der geht nicht. Also den kriegt man dann nie wieder raus, das war's. Ich hab's mir aber behalten, weil man dachte, vielleicht finde ich irgendwann eine Methode, wie ich es rauskriege, aber meistens nicht. Ich habe immer diesen Dingkleber, diesen Acrylatkleber. Und den kann man nämlich wirklich, also mit dem kann man tatsächlich das alles wieder rauskletzeln und es neu verwenden. Ja, also so schaut's mal aus. Ich habe noch viel mehr, also in der Sattelkammer ist noch viel mehr von dem Zeug. Aber ja. Ich zeige euch dann, wie es fertig ausschaut. Passt, wir kleben jetzt die Luisa wieder. Kannst du kurz hinfilmen? Dann kriegt man jetzt nämlich ihre neuen Gucci's. Und dafür muss ich diesen Kleber da in diese schöne Verpackung reinmachen und entweder haben die was. Oh, schon, jetzt geht's. Gerade vorhin ist es nämlich nicht gegangen. Okay, gut, jetzt geht's. Das ist immer so eine Mischung aus ein bisschen Gewalt und Liebe. Ein bisschen mehr Gewalt. Ja, dann geht's. Okay, wo haben wir das Klopapier? Wir brauchen nämlich tatsächlich Klopapier zum Kleben. So, meine Lieben. Und zwar lasse ich am Anfang mal ein bisschen was von dem Kleber aus Klopapierchen drauf. So. So, das wird da angeschraubt. So, dann wird das so gepumpt. So, ja, jetzt geht es wieder gut. Lieber Andreas, so sollte das eigentlich sein. Siehst du das? Drücken und es kommt das raus. Weil da haben wir ja auch eine Odyssee hinter uns. Andreas, du weißt Bescheid. So, jetzt stecke ich das da in die vorgeformten Löcher rein. Und jetzt spritze ich dann da den ganzen Kleber rein. Und vielleicht seht ihr das, da kommt jetzt der Kleber durch die Laschen. Muss man mal schauen, dass mir nicht hinten zu viel Kleber rauskommt. So, jetzt vorne. Sieht man so ein bisschen im Video? Sehr gut. Das ist immer der Vorteil, warum man den hellen Kleber verwenden soll. Weil dann sieht man besser als den dunklen. So. Und jetzt habe ich immer so ein bisschen das Problem, dass so wie da die mittleren Furchen nicht genügend Kleber abkriegen. Und man muss sich immer ein bisschen beeilen, den Kleber. Und dann ist man komplett voll mit Kleber. Das ist immer das Nächste. Okay, nächstes. Und genau deswegen verwendet man Handschuhe. Und man hat dann den ganzen Kleber überall drauf, wenn man so unsorgsam klebt wie ich. Es gibt sicher Leute, die können das besser, bin mir ganz sicher. Ich kann es nicht so gut. Ich klebe nur alle 100 Jahre für mein Pferd. Professionell würde ich das nie machen. So. So. Den oberen Teil halt hier auch noch bitte. So. Da sieht man es, da kommt er jetzt. Ja. Und ich klebe da meistens dann die Löcher nochmal so ein bisschen zu, was eh nicht wichtig ist, aber so, andere Seite. Ups. So. Und das Pferd darf sich jetzt, du kannst ruhig mein Gesicht da drin filmen, damit man sieht, was ich bin. Und das Pferd soll sich dabei jetzt eben nicht bewegen. Das heißt, so hinlegen beim Pferd, dann sollst du mir bitte alles nicht. Das geht nur bei so ultra, ultra braven Tricky aus Pferden, sonst tun wir sowas bitte nicht. Gell? Zuhalten. Ja, das war einmal gut. Ja, so kann es nämlich auch ausschauen, wenn man es richtig macht. Aber ich glaube, das ist einfach nur,
dass mich der Kleber manchmal ärgern will. So. Und jetzt die andere Seite. So. Super. Ey, das schaut super aus. Hinten noch ein bisschen zu. So, und dann da. Ich brauche ein bisschen Platz, Lisa. Ja. Und dadurch, dass ich das ja vorher so schön da drauf geklebt habe, weil ich mich da abgewischt habe, sie geht es wieder nichts. Auch nicht gescheit. So. Also man kann viele Klebefehler machen, wenn man ein bisschen unordentlich ist. So, einmal noch. So, ups. Einmal zwicke ich da noch eine. Das ist sick. Ja. So. Und jetzt ringt es ein bisschen raus. Oh, und nicht auf die Hose greifen mit den Kleberhandschuhen. So. Ja, und wenn man ein bisschen schlampig ist, dann verbraucht man viel zu viel Kleber. Aber wie gesagt, man kniet sie nicht, nehmen wir das Pferd. Gell? Passt, danke dir. So, die neuen Prada von der Luisa sind jetzt fertig. Die sind jetzt geklebt. Die halten jetzt da schön drauf. Und ja, jetzt darf sie wieder durch den Gatsch laufen. Wenn der Frost kommt, hat sie einen Hufschutz, so wie es sein soll. Und die Martina ist glücklich.